Ja, meinst du, das würde der Mama gefallen? Bestimmt. Einmal am Rhein. Hört die Dore so gern? Ach, das kann nicht so früh. Aber regnet auch schon wieder? Kind, das war doch nicht einmal am Rhein. Nicht? Was denn? Hör mal genau zu. Was ist das? Also, einmal am Rhein ist das nicht, nee. Richtig. Ja. Hör mal ganz genau zu. Ja. Ihr Kinderlein kommet. Meta. Ah, Julia, jetzt geht es wieder Julia. Das ist doch nicht der Julia. Ah, Julia, ah, Julia. Das ist der Julia. Nein, das ist ihr Kinderlein kommet. Nein. Ja, andere Lieder kann ich nicht. Liebste, du kannst doch noch andere Lieder. Die habe ich dir doch von klein auf immer vorgesungen. Hör mal, das ist ihr Kinderlein kommet. Ja. Ja. Und das ist und was ist das? Pass auf, Liebchen, jetzt wird es ganz künstlerisch, ja da. Humbertädere! Ach, vergessen. Ach, vergessen kann ich gut. Ja, ich weiß, ich weiß. Hoffentlich weißt du noch, wer die Vater ist. Ja, du. Richtig. Und was hätte Mama Hück? Geburtstag. Auch richtig. Und wie alt wird die Hück? Na, hab ich vergessen. Liebchen, da steht es doch. Da steht eine 7 und da steht eine 5. Was ist das? Das ist der 7 hin und 2 im Sinn. Und dann kommt das schöne Händchen und dann 2 fallen lassen. Schatz, geht nur recht jetzt nicht so oft. Nee, pass auf, ne? Ich frage dich jetzt, ne? Zum 75. Mal. 7 und 5, was ist das? Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ich dich auch. Na, ja, na, siehst du, was kann ich das Quetschen da rein studiert, was du der Mama Hück sagen sollst? Ich bin klein, mein Herz ist. Nein! Meta, du bist über 30! So klein bist du nicht mehr. Bin ich nicht mehr so klein? Nee. Also, was sollst du der Mama Hück sagen? Ich bin groß, mein Herz ist... Nee! Du sollst der Mama sagen, dass sie mich endlich hier oder so. Heiratsamt. Auch wie verliest du das nicht? Da hör uns der Chef da, den Friseursalon, wo du am Arbeiten bist. Kriegt er den manchmal die Ries, ho? Die hat er schon lang. Aber Kopfwasche und Haare ich für ihn, kann ich auch gut. Naja, besser wie eine Bootsgedressene. Als die Mama so alt war wie ich, konnte die da schon mehr. Ja, das kann man wohl sagen. Ja, ich weiß. Sie war ja außerdem eine ausgezeichnete Annalin. Animateurin. Und was ist das? Das ist die wichtigste Person auf der Kirmes überhaupt. Weißt du, Liebchen, die steht da mit einem Mikrofon in der Hand und seht der Lüg, dass sie da rennen soll. Wo rein? Na, in die Mysterienschau. Und was ist das? Ach, ein Mysterienschau auf der Kirmes, nee, das ist ein Boot, gibt. So wie hier. Ach, warte, das ist eine Wohnung. Die Mama hat aber letztens gesagt, das wäre keine Wohnung, das wäre ein Boot. Ja, ja, ja. Aber bei uns auf der Kirmes, da war die Bude Mysterienschau, ne? Und da hat dein liebes Mütterlein, der Animateur, ne, also der Ausrufer, der Kass, ne, und die Dame ohne Unterleib in einer Person verkörpert. Prima! Dame ohne Unterleib möchte ich auch werden. Wie wird man das? Ja, das hätte man noch gerade fehlen. Das erkläre ich dir später einmal. Oh, du könnt bestimmte Mama. Flück, stell dich in Positur. Wohin? Ja, dahin.
Hier ist aber kein Politur. Komm, mach da Dingen an. Ich höre dein liebes Mütterlein schon talpen. Also los! Ja. Heiratsantrag. Hier, nein, da habe ich dir was Schönes gekauft, damit du endlich warm wirst. Und der Papa will dir ein Geburtstagskind machen. Andere sagte dir selbst. Oh, herrlich hast du das gesagt, Liebchen. Liebe Gloria, auch ich möchte dir recht herzlich zu deinem Geburtstag gratulieren und hier eine Kleinigkeit. Ja, danke schön. Kriegst du ein Küsschen? Nee, du kriegst kein Küsschen. Du bist ja nicht rasiert. Oh doch, hey, föhnen. Ja, ja, von mir föhnen. Hey, nachher willst du wieder jetzt von mir. Jetzt bringen Sie das hier mal in die Küche, ne? Heute gibt es ein Festessen. Prima, was denn? Himmel und Erde mit Blutwurst. Soll ich das kochen? Ach, ich weiß, du bist ein gutes Kind. Aber besser tust du das nicht, ne? Wir wollen das Gericht ja schließlich essen. Auch wenn deine Sohn ist. Ja, ja, ja. Wir haben ein schönes Kind, oh, ja. Und auch ein gutes Kind. Sehr gutes Kind. Der beste Ebbe heute. Alter Schnüster, wenn ich intelligent ist es nicht, ne? Das hält von dir. Ach, du bist ja wieder so richtig Jod für mich. Naja, du musst ja nicht immer den Kindern so rummeckern, ne? Hast du ja gar nicht gesagt. Hör mal, Malo, was hält man da in den Kopf? Ach, Charlie, guck mal hier, Charlie. Charlie, ich ahne ja schon, was das Mädchen... Oh, Charlie, diese Herrlichkeit, Ja, leider sind die aber jetzt zu groß. Nee, die passen. Und was hätte ich noch? Schau mal da mal, guck mal, schau mal, schau mal, schau mal, sehen. Oh, Charlie, guck mal hier. Oh, das ist ja ein Morgenrock. Ach, der hast du doch schon übergewünscht. Ja, leider ist das aber ein Herrenmorgenrock. Nee, das ist das Neueste, das ist Unisex. Ne? Du hast keine Ahnung, Esto. Der Dreck ist mir jetzt rein. Das ist das gute Kleid von der Mutter. Das soll nicht immer auf der Erde werfen, nicht? Das ist ja alles noch Friedensqualität. Das hier ist ja halt überhaupt. Das hast du irgendwie falsch gemacht. Pass mal auf, halte nur mal Kragen fest. Ne? Alles andere, das macht schon liebes Mütterlein. Ne? Einmal schwupps und nochmal schwupps. Auch. Ist denn nicht wunderbar? Ich meine aber doch, dass der zu groß wird. Nee, der passt. Ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was du für deine Mutter zusammen machst. So, Schatzemann. Und jetzt gehst du mal in die Küche. Ne? Und das letzte Kaffeewasser.
pass auf gut drauf. Auf den hältst du natürlich vor zu, ja. Ja, und wie? Pass mal auf, du nimmst den Wasserkessel, nicht? Holst Kaffeewasser aus der Wasserleitung, nicht? Und setzt das Ganze auf den Herd. Hast du das verstanden, Liebchen? Ja, Mama. Ja. Und so ist das Kind, der wird auf den Kopf gefallen. Ich hab doch ja nichts gesagt. Ja, das soll ich ja nicht geraten haben, nicht? Unsere Mieter, die hat eben ein kindliches Gemüt. Ja, das hätte mich noch mit keinem Mann, hätte das jetzt angefangen, ne? Ah, wenn das gut wird, vielleicht besser. Doch besser. Besser wieder, das kann er ja nicht werden. Oder meinst du, vielleicht schloss mir von jedem Bahnhofspanner da das Kind verdorben, hä? Jetzt sieh doch anständige Junge. Ja, so anständig wie du in der Wurst, ne? Dass man nämlich in der Blüte meiner Jahre das Kind angedreht, ne? Gloria, du warst 45, wie das Mädchen geboren ist. Ja, und du warst verheiratet, ne? Und ich habe geblüht, ja. Ja, und heute duftest du, oder? Die Ärzte, die haben ja damals von einem Wunder gesprochen, dass du in dem Alter überhaupt... Ja, mit 45, als Erstgebärende, ja. Ich habe ein Wunder vollbracht, ne? Und du warst verheiratet. Hör doch uns endlich damit ab. Meine Frau ist schließlich 20 Jahre tot. Ja, so, die ist tot, ne? Und da soll ich wohl hinhalen, ne? Nein, ja, das so wild ist, das darf ich gar nicht mehr. Wie nicht? Ja, was willst du denn überhaupt von mir, hä? Ich will, dass das Kind hier ist. Du sagst immer, du bist hier blöd. So blöd ist das Kind ja nicht. Mama, aus der Wasserleitung kommt aber kein Kaffeewasser. Nicht? Purzel, was denn? Nee, nur einfach Leitungswasser. Ja, einfaches Leitungswasser kannst du auch nehmen, nicht? Und wie wird das Kaffeewasser? Mit Kaffee, Liebchen. Ja, Mama, und den koche ich jetzt so lange in Leitungswasser, bis er weich ist? Nein, dein Butterchen, der muss zuerst gemahlen werden, nicht? Aber das macht schon der Papa, ne? Hol du schon mal die Kaffeemühle, ja? Ja. Oh, ja, was ist das denn, Liebchen? Gloria, willst du nicht schnurren, was ich da mitgebracht habe? Ja, sind schön, die Blumen. Hier ist noch jetzt. Oh, schau die. Oh, das ist ja von Himmel. Ja. Das ist herrlich. Oh, das ist bestimmt Schokolade. Oh, die essen ich doch so jetzt. Muss man die doch von der Papa überhaupt nicht essen. Das schau die Essen so noch auf. Das ist ja Vollmilch-Nuss-Schokolade. Das sind ja ganze Nüsse. Die krieg ich überhaupt nicht klein. Du weißt doch, ich gehe doch schon zig Jahre auf die Fälle hier. So, Papa, hier ist die Kaffeemühle. Was ist das? Liebchen, selbiges ist keine Kaffeemühle, Schatz. Dieses ist ein Äpfelsdämmer. Kann man denn da keine Kaffee mehr? Ja, Schatz, man, das kann man auch, aber da muss man den Kleinen kloppen, ne? Und das macht man heute nicht mehr, ne? Hey, schau mal, die Kaffee, man hat selbst. Ja, ist doch besser, du hast doch jetzt schon, ne? Sitzt die ganze da auf den coolen Arsch und Wurzelgut. Komm mal her, du brauchst Papas Kompositionstisch noch nicht kaputt zu kloppen. Komm mal her, nimm mal diese schönen paar Blümchen hier, die der Papa mir so lieb am Roncalli-Platz geklaut hat, ne? Und dann tust du dir diese künstlerische Kirmesphase und dann tust du Wasser drauf. Ja, Schatz, Mann? Ja, Mama, und wenn ich damit fertig bin, darf ich damit den Bauplatz spielen? Ja. Der Papa! Nee, Kind, du bist aber wieder stürmig. Ach, du isst die Schokolade, ja doch. Ja, weißt du, ich mümmel auf Jeff dran herum. Und die Nö.
das Gäusage, ihr Künstlerin. Ja, ja, ja. Also das Mümmele, ne, das teste ich jetzt nicht mehr nötig. Ich habe dir nämlich noch was mitgebracht. Noch, Charlie. Du sollst ja nicht immer so viel Geld für mich ausleihen. Du hättest das selbst nicht gesagt. Schwedig, 19. Ganz neu sind die nicht mehr, ne? Aber nur sehr wenig getragen. Charlie, wo essen die Zeng her? Charlie, dreh dich ins Römer, mach den Urlaub. Du hast mir die eigene Zenge prägen. Dann kannst du ja nicht annehmen. Doch, doch, das kannst du. Doch ja nicht. Das meint nix. Die haben mir auch nie gepasst. Sind die ja von der Krankenkasse? Ja, alles was von der Krankenkasse gut passt nicht. Aber sie kommen von Herzen. Ja, aber sie so tun das richtig. So kriegst du die nur so klein. Nee. Ja, ja. Und wenn du die Zähne nicht im Mund hast, ne, ist das auch lange nicht so schmerzhaft. Ne? Aber die Nüsse gehen und trotzdem, Charlie. Ich kann diese Zähne nicht annehmen, Charlie. Doch, doch, das kannst du. Die habe ich zweimal in Korea-Tabs geputzt. Ne? Da brauchst du nicht fies für zu sehen. Oh, Charlie, ich bin da nicht fies für die Jecke, Junge. Nee, nicht? Nee. Ja, dann habe ich Mut. Gloria, ich muss dran jetzt sagen. Ab der Schlüssel schon, die Gefälle. Es ist aber ehrlich wichtig. Mal, du gibst den Kaffee, nicht das ist wichtig. Der ist durch. Aus der Ehre, der weht nichts. Und warum nicht? Du bist zu alt für mich. Ich bin 5 Jahre jünger als bist du. Ja, jetzt. Nee, das war ich schon immer. Ja. Da bin ich einmal drüber reingefallen. Ne? Für dich habe ich meine ganze Karriere geopfert. Der ganze Schock, Jans Köller hätte drüber gelacht. Ob die Ärzte sich in der Zeitung hatten geschrieben, Dame ohne Unterleib von gesunden Mädchen entbunden. Ja. Und dann noch von einem Klavierspieler. Ne? Ja. Wer weiß, wo der die Tastatur betätigt hat. Ne? Ich habe aber für dich und für das Mädchen immer gesorgt, so jodet ja, ihr. Ja. Ich nehme aber nicht jeden von hier zu besser Geld an. Und außerdem habe ich meinen Beruf geliebt, ja. Ich hatte eine große Karriere als Sängerin für mir. Das hast du selbst gesagt. Du selbst hast dieses Hymen an Gloria für mich geschrieben. Du selbst hast mich als Sängerin ausgebildet. Ja. Und wie dann passiert. Frankenstein, mich einfach von Hugo Mario rausgeworfen. Ja. Eine Dame ohne Unterleib mit Kind, das wäre irgendwie unglaubwürdig, hätte ich gesagt. Da hören uns doch mal gerade davon sprechen. Nee, da sprechen wir jetzt nicht mehr von. Mit Schapurzelchen, komm mal zu Liebesmütterlein. Also das hier ist nun selbiger Kaffee, nicht? Und den tust du jetzt in eine Kanne rein, und dann tust du was drauf, ne? Aber erst wenn das Wasser kocht. Moment, Schatzmann, machen wir noch ein paar Mokkasplitter drüber. Ist das alles wieder künstlerisch? Nee, ja. Ja, und dann ist der Kaffee fertig. Richtig, mein Püppchen. Ach, was ist denn das schlaue Liebchen? Was ist denn das schlaue Kind? Nee, was? Ein liebes Herzchen. Was wolltest du mal an Sarah schauen? Jetzt bist du beleidigt, jetzt sag ich nicht. Oh, ja, so besser so, wenn du beleidigt bist. Bist du jetzt der ganze Tag am Schwade. Man kommt in deinem eigenen Hause, kommt man nicht ins Verbrauch. So ist der Kerl hier am Schwade. Die Schlüssel geht in Entenfurt, vom Bauern zu Hause. Man kommt nicht zu Wort. Keine Zand mit der Mule, am Schwade.
ist denn hier passiert? Na, 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 na. Liebelein, Butzemenschen. Was geht denn da Neues? Über den Frankenstein hätte ich wohl jetzt in der Zeitung gestanden. Ach, jetzt ist der Oranzug da. Einen am anderen schön, müssen ich auf der Tasse, Patricia. Ach, was, was erzählst du dann? Der ist nichts, du. Nee. Der hätte in der Marienburg einen Schönheitsfarm. Wie? Unsere Victor Frankenstein, ja. Der hat Kettenheimsminer als Riesenweib fett gefördert hat. Genau der. Oh, der war über 10 Jahre älter wie ich. Der geht ja jetzt auf den 90 an. Ah, da sieht er aber noch nichts mehr aus. Oh, das ist ja zwischen dem Singenjungen. Der hat doch ja kein Kinder. Nee, das ist der selbst. Lesen Sie, unser Kultur und Wissenschaft. Ja, die Kultur und Wissenschaft. Als ob du nach der Express und Kulturteil hättest. Da wissen Sie doch, wie der Frankenstein der Kalof mit den 2 Köpfen macht. Hat mir überall Kalofleisch. Das hätte gestuckt. Das ist ja der ähnliche Schmied, das jetzt auch sind. Aber listen. Oh, ihr wartischer Siste. Der Filude kennt immer 100 Russ. Oh, und hat er die Überschrift. Schweizer Gelehrter will in Köln das Sterben abschaffen. Ja, das ist doch so wahrscheinlich. Der berühmte Jene-Forscher, Professor Dr. Victor Frankenstein aus Genf, hat jetzt seine Laboratorien nach Köln verlegt. Sagen, Charlie, was ist denn ein Jene-Forscher? Also ein Jene-Forscher, ja. Das ist ein Mann, ja. Der forscht, ja. Ne? Ja. Jenen Menschen... Oh, halt, das schnüffst du, weiß ich ja gar nicht. Ja, warum freust du mich dann? Ruhe jetzt hier, ne? Schau mich hier auf geistige Nahrung zu konzentrieren, ne? Hier in der feuchtwarmen Luft der Kölner Bucht gedenkt der Gelehrte, mit seinen Projekten weiterzukommen. Express besuchte den Wissenschaftler. Alle, wie der Frankenstein Wissenschaftler. Ja, richtig, wie du schriebst. Warum wegen in seiner Villa in Köln-Marienburg. Es handelt sich um das Anwesen des ehemaligen Bankdirektors Oppenbusch, das der Wissenschaftler. Ach, schnell, ja, wieder. Ja. Der Wissenschaftler könnte ich mich verdrießen. Für 2 Millionen, denken wir mal, bewohnen. Sag, Charlie, wo hätte das Geld her? Wo hätte der Professor und der Doktor her? Ach so, jetzt kann man hier kaufen. Wie, Orumschrub? Ach, let's be gone. Ja, der G. Der T will die Unsterblichkeit des Menschen erzwingen und liefert sich selbst als Beweis für seine These. Wie Sie den Wissenschaftler, steht da wieder, auf diesem Foto sehen, ist er 88 Jahre alt. Ja, verdammt, der sieht noch jod aus. Anhand seiner Geburtsurkunde konnte die Redaktion die Richtigkeit seiner Angaben überprüfen. Wie man unschwer erkennen kann, hat er seine Forschungen an sich selbst mit Erfolg getestet. Diese Erkenntnisse will er auch der Bevölkerung zugutekommen lassen. Wie F behauptet... Wie F, Frankenstein, wie Fernsehen, ne, wie Fistronobo. Ja, warum sagst du das nicht direkt? Ach, du weißt doch, dass ich das F nicht sprechen kann, also. Wie er behauptet, kann er jeden Menschen, dessen Organe noch in Ordnung sind, bis zu 50 Jahre jünger machen. Die letzten 20 Jahre seines Wirkens liegen allerdings im Dunkeln. Die liegen im Dunkeln. Die soll das mit dem Wärme abdorfen. Der wird sich das Dunkel schon erhellen. Wisst ihr, was der hat? Der hat eine wandernde Wärmescheide. Der ist der wärmste Dürre. Der ist der Gastdürre.
zwei Rochelon-Beblätter wieder. Ja, genau. Schöne Wissenschaft, schwarze Wiesen, Pfeffer, Senfkörner. Schön dressen. Ja. Nach eigenen Angaben, auch Jörg hat der schon erzählt, war er während dieser Zeit auf Forschungsreise. Letzte Dürre hätte geforscht. In Guatemala, im brasilianischen Urwald und auf den Fidschien. Wo? Die Fidschien. Weißt du, ich dann einfach wieder. Gelehrte Wissenschaftler-Gag. Da war ein einfacher Artist, der Zauberkünstler von der Kirmes. Und dem Snicks, dem rück ich jetzt auf der Boot, rück ich von dem. Der war Wölzer von dem. Was von dem Wölzer-Gag. Der hat mir Renteversicherung nicht bezahlt. Der Mingo auch nicht. Ja, ja, die Mingo nicht. Die Ernpaar macht Wohlfahrt, die mir jetzt kriegen, ne? Die haben wir doch nur dem zu verdanken, Junge. Oh, ich will nicht klagen, ich kann mir helfen. Oh, du kannst helfen, du kannst helfen, Jack. Jack, doch nicht das Zunahmen. Geh, Herr Jeff, du dann nimm dich so an mit der Ampermark, die du den nebenbei verdienst, wenn du uns oben eine Hutzig oder oben ein Kind spielst, ne? Schwarze Letzte, so ja, aber noch Beerdigung. Ja, ja, wenn das so wieder geht, dann spielst du bald auf meiner Beerdigung, ne? Ach, sag doch so jetzt nicht. Ja, ja, und auf den Heinen, ne? Ja, dann hätte die Sorge endlich ein Eng. Ja. Dann wir ja dabei sind. Es ist ein Brief für dich angekommen. Wie ein Brief für mich? Erzählst du mir das jetzt? Ja. Hast du etwa die ganze Ziege in der Butze? Der schon vom Platzbach, vom Hausbesitzer. Was will die Zuckerplatte natürlich? Will der mich mit oder was? Ah ja, so ihr dänisches Wetter da wohl finden. Der kann doch nie den Hals fallen. Ne? Ich meinte jetzt anders, sind die Kanadierbüren, ne? Das ist der Kamin, Zweier, ne? Dann ist es die Fassadenrenovierung, Straßenreinigung, ach du Lebe, immer haben die jetzt. Gloria, was hast du dann? Du bist ja ganz wies im Gesicht. Im Platzbach hat man gekündigt. Zwei Wochen nicht mit dem Kind auf der Straße. Hast du dann den Miet nicht bezahlt? Doch, ich war so schwer, wenn er so viel den Platz machen, dass du es verkaufen ist, dass du abgerissen werden. Ja, warum dann abgerissen? Dann ist doch noch ganz gut in Schuss. Ja, ich traue an die Gesellschaft, die das Haus gekauft hat, ich kann das nicht gebrauchen. Ja, warum kauft die das dann? Ich bin dagegen, um das Grundstück, ne? Und ich muss ja auch jetzt für zu spekulieren haben, ne? Und warum? Ach, du fragst die Ding dort, du. Die zurück die Brüche, das. Und dafür musst du auf der Straße. Mhm. Was willst du ja machen, ne? Wenn man alt ist und arm, dann kann man sich so schwer wehren, ne? Gloria, komm, Dreck bei mich. Ich habe doch diese herrliche 1,5-Zimmer-Wohnung. Mein Fürst ist nichts mehr wert. Mein Gesicht ist nicht mehr schöner weh. Mein Kopf ist noch gut. Schau dir eine Idee, Halle. Mama, der Kaffee ist fertig. Was ist das da für ein Kamm? Ein Jäßkamm, du Schell, das ist es doch, ne? Aber Kaffee trinken muss und ein Kaffee kann. Mama, ist das wahr? Kamm blieb Kamm, ne? Und im Kaffee ist das endlich egal, ne? Bist du nicht so pingelig, schmeckt das schon den Schalke-Wohnstag. Ja, wenn das so ist, ne? Oh, Charlie, willst du mir nicht fallen tun, ja? Alles, was du willst, oh, Charlie. Lässt mir doch noch so ein Arschallplatz drauf, aber eben vom früher, bitte. Was mit Seele, was mit Herz, was mit Gemüt. Mir ist die Züge so komisch, wenn man jetzt in mir. Ach, ist das nicht ein herrliches Lied? Wunderbar. Ach, da geht dir die Seele auf. Nicht? Ist das der Junge, der hat einen Strahl drin, was? Ja, ja. Der Strahl kommt herrlich, herrlich. Wunderschön. Könnte von mir sein. Ja, nicht? Herrlich, ja.
Oh, jetzt fängt die Frau so Huren zu singen. Nee? Hör, wie die Huren singt, ja, die Frau. Oh, diese hohen Töne, die habe ich ja nicht mehr drauf. Das heißt Mütterlein, das Lied. Nee, nee, das heißt Glaube mir. Nein, das heißt Mütterlein, verdammt aber, ne? Ich werde den Zettel, das heißt ganz liebes Mütterlein am Rhein, Alter. Du schönen Jäger. Ach, der Onno. Niemelein. Die Schösslinge von der Geranie. Jetzt aber besser vorher aus der Gießkanne raus, ihr Dörfer. Hat mir aber keiner gesagt. Oh, soll die Näschlerin pflücken, Schauplatz rum. Was soll das Schnäschler nützen? Irgendwie besiegt mich, Moni, wie war? Ich will hypnotslustig sein. Vielleicht bin ich nächstes Jahr tot. Ich will vieren. Ich will lustig sein. Ich will in der Dampfe. Oh, das ist ein Tier, oh. Das ist ein Tier, ach, so bist du wild. Was Herr Kölnlechner macht, interessiert mich nicht. Aber, liebe verehrte Beate, ich will Sie ja nicht beim Wort nehmen. Aber in dieser heiteren Stadt wird ja wohl von den 11.000 im Wappen symbolisch vertretenen jungen Frauen noch eine einzige auszumachen sein. Aber ich weiß, es ist nicht leicht. Für mich ist es auch nicht leicht. Meine Schöne. Darf man fragen, ob die Blumen angekommen sind? Ja, danke. Die sind wunderbar. Das ganze Büro duftet. Der Professor Kalf hat mich schon ganz komisch angesehen, denn einer MTA hier bei der Uni, da ach, ist das... Ach, wie lange sind Sie denn schon MTA bei der Blutbank? Über 25 Jahre. Ah. Und da ist Ihnen in Ihrer langjährigen Tätigkeit noch kein virigenes Plasma untergekommen? Ich kriege die Spenderinnen doch ja nicht zu Gesicht. Ich nehme aber anhand der Namen und Geburtsdaten auf der Flaschen an, dass da noch nichts gelaufen ist. Oh, da kann man sich aber sehr irren. Das Blut der 15-Jährigen, das Sie mir vorige Woche geschickt haben, war für mich leider nicht mehr verwendbar. Ach, und warum? Nun eben, weil sie keine Jungfrau mehr war, um es einmal banal auszudrücken. Ja, sagen Sie mal, warum muss es denn eigentlich das Blut einer Jungfrau sein? Ihre Kollegen gehen da mehr nach der Blutgruppe. Das ist nun mein kleines wissenschaftliches Geheimnis, verehrte Schöne. Die Blutgruppe ist natürlich auch sehr wichtig. Am besten nehmen wir mal eine B und eine C. Ach ja, die A und die AB können Sie mir auch noch liefern. Oh, Herr Professor, da bringen Sie mich ja glatt in Verlegenheit. Und dann alles jungen Frauen. Als bescheidener Wissenschaftler hat man seine Sorgen. Oh, Herr Professor, ich muss Schluss machen, da kommt einer. Ich helfe Ihnen bestimmt weiter. Ja. Ich rufe heute Abend wieder an. Ich bin auf ewig Ihr Schuldner. Meine Veneration, Verehrteste. Ach ja. Ach, dass in dieser Stadt so schwer eine Jungfrau zu beschaffen ist. 11.000 sind die Wappen, 11.000, aber nicht eine einzige ist... Ja, du bist wunderbar. Du bist mein Meisterwerk. Und bald, meine Schöne, wirst du leben. Denn dir fehlt nur noch das Herz und das Blut. Du bist die Summe meiner Arbeit, meiner Träume. Du bist mehr als ich selbst. Verfluchte Scheiße! Wer hat denn da wieder alles kaputt gemacht? Philipp! 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 Wenn du jetzt nicht die Finger von den Versuchskaninchen kannst, du Pott! Oh, Mama! Die
Bitte nehmen Sie Platz. Da, Mama, da! Da ist ein Kopf im Regal! Ach, liebster Mädchen nur, der Kopf ist wirklich geniale Tonne. So ein Mädchen mit Spiegel, ja. Hätte früher auf der Kirmes auch gemacht, ja. Da muss ich keine Angst vor haben. Oh, Mama, guck doch mal! Ja, da wohne ich ja einen Gang verloren, der Trick ist älter wie du. Herr Professor wird sogleich hier erscheinen. Er ist bereits benachrichtigt. Ich hoffe, dass Sie sich in unserem Hause wohlfühlen. In Kürze werden wir Ihnen eine kleine Erfrischung reichen. Da hoffentlich ist jetzt vernünftig zu essen. Mama, wer ist Götz? Oh, das ist doch der Philipp. Mein Gott, der ist aber alt geworden. Ja, 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 der hätte früher auf der Kirmes alt gehabt. Ja, Philipp, kennst du mich noch? Ich bin Gloria, hey. Schönheit und Anmut, weißt du, von früher. Mama, das ist mir unheimlich. Ach, der Philipp tut aber keinem was, Liebchen. Der ist nur nicht ganz richtig im Kopf, nicht? Aber sonst ist er sehr nett, ja. Mama, ist mir gruselig. Ach, du darfst runter. Der Philipp ist nur nicht so schön wie du, ne? Er ist viel intelligenter, bist du nicht, ne? Und wer ist das? Ja, den kenn ich doch nicht, ne? Wir können ja uns vor, morgen, Herr... Ja, sehr angenehm. Mein Name ist Gloria Gleuel. Und wer sind Sie? Die ist am Jodeln, ne? Ja, die Sprache ist mir leider nicht geläufig, ne? Ach, nehmen Sie doch mal den Beichtertisch und stellen Sie den hier zwischen uns. Wir sind schwer beschädigt, ne? Oder leicht bekloppt, oder schwer bekloppt, ne? Und dann leicht beschädigt. Und das hier ist meine Tochter Beta. Schatzewald gibt dem Onkel mein Händchen, ne? Aber das Schöne, nicht wo du die Mümmel sind immer mit. Gloria, was machst du denn mit meinem Roderich? So, jetzt kann ich ihn wieder völlig neu programmieren. Ja, lieber Victor, mir bleibt ja die Spreue vor. Du hast mich nach all der Jahre direkt wieder gekannt, ja. Wer könnte dich je vergessen? Ja, Victor. Tag, Gloria. Das bringt doch das mit, ja. Tag, mein Fräulein. Ja. Das ist also der Anlass unseres damaligen Zerwürfnisses? Was bin ich? Oh, nichts Schlimmes, ne. Sagen Sie doch, wer war das, Herr Evans? Das war niemand. Oh, dort haben Sie so eine leckere Tasse Kaffee gebracht. Ne? Sicher ja, aber es ist kein Mensch, es ist eine Maschine. Ja, natürlich. Ich habe sie mir selbst hergestellt für Hausarbeit und Ähnliches. Aber sie ist nicht aus Fleisch und Blut. Oh, Jolakel, du Mäßler, wow, ne. Das steht ja, ne. Bei richtiger Programmierung und guter Pflege funktioniert jede Maschine. Okay. Wenn etwas schief geht, liegt es meist an den Menschen und selten an den Maschinen. So, liebe Gloria, ja. Nun weißt du alles und ja. Eigentlich schon ein bisschen zu viel. Ja. Und wenn du jetzt diesen Kaffee getrunken hast, ist die Audienz beendet. Ich habe leider keine Zeit für dich. Ja, ja, ist gut. Hier diesen Muckefuck, ne? Den können Sie sich an den Hut nählen. Ich habe nämlich auch ehrlich. Ich muss nämlich direkt bei der Zählung und der Verzeller, dass du ja keine Professor, keine Doktor bist, sondern der Zauberkünstler Victor Frankenstein, bei dem ich früher auf der Kirmes in die Mysterienschau gearbeitet habe. Komm, bitte. Wie geht's? Das musst du erst einmal beweisen. Beweisen, das kann ich, nicht wahr? Ja. Ich habe nämlich noch jede Menge Fotos von dir. Und auf denen siehst du genau so aus, wie du jetzt aussiehst, ja. Und der Charlie Zehnpfennig, der kann das auch alles bezeugen. Wie, der lebt noch? Ah, der lebt noch und wie lebt der noch? Habt ihr beide endlich geheiratet? Geheiratet? Ich bin kein Mädchen für den ersten Abend. Und außerdem putzen hier heute Buch mit Geld. Und genau das, Josh, mir jetzt bei der Zeitung holle, exklusiv. Über Geld kann man doch sprechen. Ach, sprechen, sprechen. Oh, Jus, Fleisch, Cognac. Kannst du mit mir überhaupt nicht sprechen, ne? Wenn es weiter nichts ist, möchtest du auch was, Meta? Erdbeeren mit Sahne, Himbeerlimonade und ein Lolli. Gut. Richtig, Kind, hauren, es kostet nichts. Ja, ja. Bist du alle Knies? Komm mal wieder am Rechte, was das kostet. Nein, das ist die Fernbedienung für die Küche.
Es wird sogleich serviert, Madame. Oh, selbst ja bitte. Serviert. Oh, unser Gütigrat wieder. Oh, was die Bayernblöcke sind, ne? Aber so, oh, haben wir jetzt jodelt da auch schon wieder so ein herrliches, ne? Kann ich auf Zillertal, du bist mein Freund, auf E-Musik oder auf elektronisch, ja. Na, Frau Gleue, wie viel Geld möchten Sie denn? Oh, mit dem Jacke so 25 Euro zu spät. Du hast mir Rentenversicherung nicht bezahlt. Schöke Geld, schwimm. Kein Geld? Was willst du denn? Geld kannst du mir selbst verdienen. Nein, das kannst du eben nicht. Du bist zu alt und einige Gebrechen hast du auch schon. Oh, das hätte aber direkt wieder nett gesagt. Man tut, was man kann. Ja, wenn du dich schwarz ärgerst, wie hättest du doch gut. Wie die arbeiten einwandfrei und an meiner Leber, das ist doch kein bisschen dran. Obwohl ich mit Celebrity-Stars jedenige Pitch haben. Woher weißt du das? Vom Vertrauensarzt von der Krankenkasse. Der hat gesagt, ich verkehre gesund. Dann weiß ich, was du willst. Ja, dann ist es ja gut. Ja. Mieter, wozu gut? Geh du mal ein bisschen mit dem Röserich im Garten. Nein, das geht nicht. Und warum nicht? Roderich ist ein hochempfindliches Gerät. Ach, Mann, dann ist er Jöns wie eine Blödköchemaschine. Ne? Na gut, aber mache mir nicht kaputt. Kaputt, als wenn das Mädchen dir schon mal was kaputt gemacht hat. Mit dem Intelligenzquotient wirst du jetzt in der neuen Regierung, wirst du Innenminister, verstehst du? Und war schon auch wieder. Nein, auf. Die machen dir nichts kaputt. Die können ja eine Intelligenz machen. Ich war dann jetzt noch. Du hast also die Zeitung gelesen? Ja, vor 4 Wochen. Hm? Und du möchtest ein paar Jahre jünger werden? Ja, so wenn geht. Ne? Ja, so einfach ist das nicht. Ja, wenn das einfach wäre, dann hätte ich jetzt selbst. Du warst schon immer sehr praktisch. Ja, dann schick schon, wie meinst du das da mit dem Jünger machen? Hä? Ich mache da gar nichts. Nicht? Ich habe hier eine Konstruktion entwickelt, die das alles erledigt. Oh, hat wieder eine Maschine. Mehr ein Computer. Und er funktioniert auf die denkbar einfachste Art und Weise. Ja, da hast du ja doch hergestellt. Auf die denkbar einfachste Art und Weise, ja? Ja, leider. Ein früher Versuch, der nicht ganz gelungen ist. Ja, das sieht man, dass der nicht ganz gelungen ist. Ne? Auch mit der Maschine? Nein, das war leider noch Handarbeit. Ja, nicht, dass nachher auch so sind. Ne? Dafür kann ich garantieren. So, und womit? Mit den Kenntnissen eines gewissen Herrn 10 Pfennig über mein früheres Leben. Ja. Du bist nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Und mit dem Monstrum es ist es schon nur am Muster verstrickt. Ne? Der Vergleich ist treffend, auch wenn er außergewöhnlich ist. Es war eben Pech. Ja, ja, und wie funktioniert das Ding so? Ja, im Grunde genommen ganz einfach. Ja, ja, ja. Das Wichtigste an dieser Maschine ist das Leben, meine Herrschaften. Alles muss eine gewisse Art Leben haben, bevor es funktioniert. Sogar Motoren. Nicht genau kalkulierbare Dinge im Allgemeinen. Und dieses komplizierte Gerät im Besonderen. Damit diese Maschine lebt, braucht sie eine gewisse feuchtwarme Außentemperatur. Ja, ist es auch feuchtwarm. Ich bin am Schweißen, du glaubst. Sie braucht ein magisch günstiges Spannungsfeld und eine spiralförmige Kraftsonde, die mir aus einem Kloster in Tibet live übermittelt wird. Ist das das Tibet hinter Nimbus oder noch? Und das nur in gewissen Mondjahren. Meine Herrschaften, natürlich auch nur bei einem ständig gleichbleibenden Bleigehalt in der Luft. Jawohl, das Blei ist wichtig. Das Ganze so als der Kikürchen machen. Ja. Ich habe aus gutem Grund dieses Gerät in der Nähe von Wesseling installiert. Jawohl. Dann gehe ich über Plan Quadrat 7 in Richtung 189 Strich... Strich 9. Ja, ja. Hier. Über die Venus. Oh, durch, ja. In Kopplung mit dem Mars. Über meinen Geburtsjahr, meinen Aszendenten. In direkter Linie auf Padua Schabo. Immer auf eine, sagen wir einmal, 12,9. Nimm eine 12,3. Alles andere kann man mit diesen Knöpfen hier genau einstellen. Meine Herrschaften, wenn wir diese Konstellation genau beachten, wird diese Maschine leben. Und ob sie lebt, können wir über diesen Bildschirm erfahren. Und wie du siehst, sie lebt. Oh, ich hab mich bewegen, Zicker. Ach, das ist das eine. Und was möchtest du werden? 50 Jahre jünger. Also nein, so geht das nicht. Es geht nur jeweils um 15 Jahre. Na ja, besser wie nichts. Wie wär's mit etwas mehr Schönheit? Schönheit, ne.
Schön, das ist überflüssig, Schwester. Für das Auto, was ich jetzt kriege, komm ich als Misskolonie ja sowieso nicht mehr in Frage. Sonst noch was? Ja, ich hätte ja wieder mit dem Zent. Wenn es weiter nichts ist. Ja, ja, mir Räumane und die Jeschne und der Dadderisch. Das geht alles in einem Aufwasch. Darf ich bitten, Madame? Ja, 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 geht das doch nicht wie? Alles mit eingestellt, ja. Nein, es merkt's nur, wenn man älter wird. Wenn man jünger wird, geht es einem von Minute zu Minute besser. Ja, ist das denn auch gut gegen Fußpilz? Ja. Und wie lange dauert das? Ja, das hängt davon ab, wie schnell deine Organe die neuen Stoffe annehmen. Ja, wisse, ich brauche nämlich nur wegen dem Mädchen, ne? Da braucht nämlich einen, der über die Opa ist, ja. Das hat nämlich nichts im Kopf, wisse. Ja. Das hat sie mit so manchem Politiker gemeinsam. Ja, ja, mein Mädchen ist noch unschuldig, ne? Und das sind die Politiker nicht, ne? Ist das wahr? Na ja, ja, da lässt ich meine Hand für nicht für. Das hätte nämlich noch mit keinem Mann gehabt. Nicht neben der Mutter, nicht im Jaden, nicht. Das ist ja wunderbar! Oh, ne, ich das so wunderbar. Ist das ja nicht. Der Bedo oder der Roderich. Ja, der Roderich kann das nicht. Und ich tu das nicht. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Wenn da bis jetzt noch kein Mann dran war, dann kommt da auch keiner dran. Darauf kann sie dich verlassen. Ja, wie das ist ein Loren, Junge. Ja, nur zu. Ja, bitte. Ja, ja. 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 So. Tja. Und jetzt die Jungfrau. So. Hier sind die Laboratorien von Professor Dr. Frankenstein. Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Ist die Eurotransplant in Leiden? Ehrenprofessor Frankenstein für Ehrenprofessor de Vinage. Einen Moment, ich übernehme. Ja, hier Frankenstein, Herr Kollege de Vinage, sind Sie aber parat? Ja. Guten Morgen. Wie? Das wäre ja wunderbar. Aber ja, hier ist alles bereit. In einer Woche kann mit dem Thorax gerechnet werden? Wie alt ist der Patient? 24 Jahre, na, das ist doch großartig. Woran ist er denn erkrankt? Verkehrsunfall? Das ist doch wundervoll! Wann ist denn mit dem Ableben zu rechnen? Schon bald? Fantastisch! Ja, hm? Ja? Ja, ich notiere. Gewebsgruppe GH2418. Ja. Blutgruppe AB. Hm? Jawohl, Herr Kollege, ja. Aber ich bin Ihnen sehr verbunden. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf Wiederhören! Das Spenderherz wird in einer Woche anfallen, das hat mir Leiden versprochen. Die Maschine arbeitet einwandfrei. Wenn jetzt die Jungfrau noch echt ist, dann kann mir nichts mehr passieren. Roderich, bitte kommen, bitte kommen. Tja, was ist denn mit dem los? Roderich, ich rufe, ich rufe. Roderich, hast du nicht gehört, du sollst kommen? Komm, Roderich, komm. Wir spielen später weiter. Ich habe Sie gleich gehört, Herr Professor. Ah, der Roderich wollte nicht. Da habe ich den Anfang mit ihm gemacht. Sag mal, Meta, du hast doch nicht etwa an diesen Knöpfen herumgedreht. Hm? Nur ein ganz klein bisschen. Durfte ich das denn nicht? Na ja, das bringe ich schon wieder in Ordnung. Was hast du bloß mit diesem Roderich gemacht? Häppelkäschen, Seilchen springen, eben, eben, da. Na, 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 na. Und was machst du sonst mit den Männern? So viele Männer kenne ich ja nicht. Lügst du auch nicht? Nur ein ganz klein bisschen. Das habe ich mir doch fast gedacht. Also, welche Männer kennst du? Den Papa. Ja, oh. Ja, der zählt nicht. Sonst kennst du keine Männer? Doch, vom Fernsehen. Durchs Fernsehen wurde noch niemand defloriert. Was? Und, was war in der Schule? In der Sonderschule hatte mir ihre Fräulein. Sag mal, Neta, kannst du mich eigentlich gut leiden? Weiß ich nicht. Kannst du das hier leiden? Weiß ich auch nicht. Möchtest du das haben? Ja, nee, nee. Ich weiß ich nicht. Dann nimm dir's doch. Ja. Das ist ja nichts drin. Oh, ich sehe es in deiner Nase. In meiner Nase? Ja, nun mach mal das Händchen auf und dann reiben wir und hopp. Oh, da tausche ich jetzt um jeden Glanzbildchen. Sag mal, Meta, möchtest du immer Erdbeeren mit Schlagsahne und stark blutbildende Nahrung zu dir nehmen? Ich esse alles, was schmeckt. Möchtest du ein langes, weißes Kleid, einen Schleier, nicht mehr viel arbeiten und ganz wunderschöne Dinge sehen?
Ja, wenn es geht. Darf ich dich dafür auch ein ganz klein wenig in den Finger picken? Ja, wenn es weh tut. Nein, es tut gar nicht weh. Na, hat das weh getan? Ja, ein klein bisschen. Und wann kriege ich das alles? Bald. Sobald du mich heiratest. Darf ich das denn? Das bringe ich schon in Ordnung. Tut es denn weh? Nur ein ganz kleines bisschen, so wie jetzt. Weißt du, Meta, ab und zu muss ich dich schon ein bisschen picken. Na, tut das sehr weh? Shit. Aber mehr wie eben. Aber es muss leider sein. Und so ist es, wenn man heiratet. Ähnlich. Wenn man heiratet, wird man eben gepickt. Darf ich Sie denn auch mal picken? Aber ja, ich hol dir eine Spritze. Das brauche ich nicht, ich mach das mit den Finger. Mit den Finger? Au! Hat das schön wehgetan. Sag mal, wo hast du denn das gelernt? Im Kinderjachten. Wenn du mich heiratest, bekommst du Parfüm, Schmuck und ganz wundervolle Kleider. Ich will aber noch was. Und was? Parolsche und Dildo. Ja. Nein! Ich habe wieder meinen Zähnen. Oder nicht, ist verrustet, aber ohne passende Blut. Da habe ich auch die Fuge. Und was mit dem Hüftgelenk? Moment, Liebchen. Eins, zwei, drei. Oh, Scheiße, Mann. Da knacken nichts mehr. Mama, das sieht ja aus wie früher. Ja. Die Maschine hat schnell gearbeitet. Deine Organe scheinen wirklich in Ordnung zu sein. Was hast du doch Dreck gesagt, Victor? Ich weiß ja gar nicht, wie ich mich bedanke soll, Victor. Du kannst das, Gloria. Ach, du weißt doch, ich habe Geld. Ich brauche kein Geld. Du sollst nur mit deiner Tochter für kurze Zeit bei mir bleiben. Ach, das habe ich ja sowieso für, ja. Und mit der Bruttasche habe ich eine Kündigung gewesen. Mit Kopfrosch auf in der Tür. Ich habe sie drei Kollen. Hey. Ja, wenn das so ist, Frau Gloria Gleuel, ich bitte Sie hiermit um die Hand Ihrer Tochter Meta. Was ist das, Herr Victor? Oh, nein, Junge, nein, 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 Junge. So wurde das aber nicht gedacht, Victor. Victor! Das ist mir doch hohenheilig versprochen. Ich habe mein Versprechen gehalten. Ach, du kannst mal erzählen, was du willst. Was hast du mit dem Kind gemacht? Nichts, nichts. Nee, der Liebste, komm, sagt die Mutter, der Wahrheit der Mama, sie Mann, ich bin schimmlich liebst. Aber du musst die Wahrheit sagen. Jetzt, weil der hat doch jetzt zusammen gewartet, oder? Hm? Wir haben? Ja, ja, Sarah, wir haben zusammen? Ja, ja. Gepickt! Liebelein, hast du dich auch jetzt nicht versprochen? Ich habe nichts mit dir gemacht und ich werde auch nichts mit dir machen. Ich will sie nur heiraten, damit kein anderer etwas mit dir macht. Ja, liebste, das ist der Geld hier, oder? Ja. Und warum? Dafür kriegen Parol schon den Job. Ja, und Schmuck in ein großartiges Leben. Und nach meinem Tod überschreibe ich dir mein ganzes Vermögen. Wenn du mich sonst 15 Jahre jünger machst, dann blieb ich auch für immer bei euch. Nein, ich brauche keine Schwiegermutter, ich will eine Frau. Wer hier Rotgrill und Schwiegermutter? Da war immer so der Blinde oder so. Ich freue mich, ich freue mich. Thank you.
Der Eisschrank in der Küche ist voll. Und wo du nicht die andere Sache hin? Mein Gott, ich kann doch das Jude Züch nicht verkummeln lassen. Ach, was heißt hier Eintritt verboten? Ruderich, bring die nächste Fuhre in den Gefrierraum. Ich hab mich doch nicht etwa verdorben. Das kann doch nicht stimmen. Nee, ich hab mich nicht verdorben. Nee, so einen Hanage, so einen Filou. Also, das hätte ich schon doch nicht vor dem gedacht. Da war ja immer eine gemeine Kerl, wenn wir das denen umbringen könnten. Nee. Und dann noch so ein schönes Frau. Und so einem, ja, wie es sich gibt. Nee. Ach du meine Fresse, was ist denn da schon wieder los? Philipp, du sollst das gute Porzellan nicht in der Waschmaschine waschen. Gloria, was soll denn der Unsinn? Dir und deiner Tochter zuliebe habe ich diese Maskerade ja noch mitgemacht. Ich habe alle möglichen und unmöglichen Zeitungen Interviews gegeben, aber jetzt ist das genug. Ja, dann bin ich auch, ja. Und damit du gleich Bescheid weißt. Die Rechnungen für deinen Schmuck und deine Kleider werde ich begleichen. Aber deine zahlreichen Gäste habe ich ausgeladen. So etwas schadet meinen wissenschaftlichen Arbeiten. Schöne wissenschaftliche Arbeiten, ja. Ich glaube sowieso nicht, dass alle gekommen wären. Und trotzdem habe ich alle, aber auch alle, ausgeladen. Und noch eins. Woher nimmst du eigentlich die Frechheit, die Königinnen von Schweden und den britischen Inseln einzuladen? Die hätte ich jendobene. Oder den Bundeskanzler. Oder Franz Beckenbauer und Professor Einstein ist doch schon lange tot. Ja, das sind der Einzige, der hätte du das, ne? Und wenn du den englischen Posträuber Bix hierhin einladen willst, dann musst du mit dem Besuch der Polizei rechnen. Auch wenn dir der Mann auch so sympathisch ist. Ja, mit der Polizei, ne? Da musst du nämlich auch mal rechnen, ja. Was sagst du da? Ich weiß, was ich sage. Dann, ich kann die Zankerei nicht vertragen. Ja, das hörst du, was du mit dem Kindchen hast. Ich? Ja, komm, liebste, geh grob auf die Zimmer und dann trägst du das Kleid und... Darf ich dann die Rollschuhe anprobieren? Ja, mein Liebchen. Und darf ich dann mit dem Roderich Rollschuh fahren? Aber sicher, mein... Aber spiel nicht wieder an seinen Knöpfen. Und ein ganz klein bisschen. Nein! Nun wein doch nicht, du kriegst auch eine Erdbeertorte. Die Erdbeertorte tut aber eine Nachlöscherung. Was willst du denn? Jetzt hör die Klatscherei auf und sag, was du willst. Ich will. Ja. Ich will. Nun wein doch nicht, du kriegst schon, was du willst. Bestimmt. Ganz bestimmt. Ich will eine andere Bräutigam haben. Was? Ja, so eine, die sie im Fernsehen immer zeigen. Die Christ. Du, da kannst du dich drum verlassen. Was sagst du da? Ich will es euch sagen! Benita! Ich hab dir doch nichts getan. Es ist doch... Ach, komm, Liebste, sag mir, was der dir getan hat, dem Dreck gesehen. Der hat mir... Ja. Da Dillendopf abgenommen. Kinderzänker! Deine Gemahlin.
Sag's, Victor, was ist hier bei dir im Eisschrank? Du warst doch nicht etwa in diesem Raum. Was wolltest du da? Bier kam Stelle für die Hutzige und hast die Frau gesehen, ne? Ich habe doch jedem verboten, diesen Raum zu betreten. Da kannst du mich nicht drum kümmern, Bier muss kauzen. Oder willst du vielleicht dir zuliebe, dass die Königin sie ihre Kind sich warm kauzen nach Hause? So geht das nicht, so geht das nicht. Ja, so geht das noch nicht. Schau dem Streit der Polizei an. Nein, das tust du nicht. Ich sage dir, dass du die Frau auf dem Telefon dunsen davon. Oder du kriegst von mir ein Juh, dass du hier über der Schreibtisch stirbst. Ich habe dieses Mädchen nicht umgebracht. Du, wer dann, hä? Niemand. Ich habe sie in jahrelanger mühsamer Arbeit erschaffen. So, und wie das, hä? Sie ist das Produkt meines Geistes und meiner Fantasie. Meine Vorbilder waren die schönsten Frauen der Weltgeschichte. Mona Lisa, Kleopatra, die schöne Helena von Troja. Gloria Gloria. Du hast mich vergessen. Deine Ironie ist unpassend. Über 15 Jahre habe ich daran gearbeitet. Aus diesem Grund habe ich diese Maschine konstruiert. Ich wollte einen Menschen erschaffen. Verstehst du das? Oh ja, einen Menschen erschaffen, verstehe ich schon. Und 15 Jahre hast du dafür gebraucht. Ja. 15 Jahre, Tag und Nacht. Hm. Mein Vater gut hat Schlöcker. Wie? Ja, und liebe Vater. Meine liebe Gloria, so lässt sich das nicht vergleichen. Wie dann? Diese Methode ist äußerst kompliziert. Ja, ja, ja. Du warst schon immer ein bisschen arschumständlich. Victor, ich sage dir, wenn du die Methode genommen hättest, die man auch kenne, hättest du die ganze Arbeit an Tiger dir. Es geht mir nicht um die Methode. Diese Methode ist aber äußerst beliebt. Es geht mir um die Vollkommenheit des Produktes. Und so etwas will ich nicht einfach der Natur oder dem Zufall überlassen. Ach, liebe Junge, nenn dich doch nicht so wichtig. Eine solche Sache kann man gar nicht wichtig genug nehmen. Man kann bei der Zeugung eines Menschen gewisse Dinge im Voraus berechnen. Man kann das Wissen aller Großen, die vor uns gelebt haben, diese Menschen bei der Zeugung schon eingeben. Man kann sein Sprachzentrum so beeinflussen, dass er bei der Geburt schon mehrere Sprachen spricht. Ja, es wäre sogar möglich, dass er schon mit einem Ingenieurdiplom auf die Welt kommt. Und dann muss der deren Kind direkt auf der Baustelle arbeiten. Natürlich nicht, aber es hat das Wie Wissen. Wie wir das Ganze alles im Voraus abchecken? Ja. Bei der Zeugung? Gewiss das. Rechne, Sprache, Lehre, Plane. Sicher das. Ja, sicher das. Bei der Zeugung? Ja. Ein heiterer Abend wird das aber nicht. Sicher ja, liebe Gloria, verbringe einen heiteren Abend. Und setze Kinder in die Welt, die krank, deformiert und Gott weiß was sonst sind. Mein Erzeugnis dagegen ist perfekt. Dieser Frau fehlt nur noch die Hauptsache, das Herz. Aber sie steht vor der Vollendung. In Leiden befindet sich ein junger Mann, der infolge eines Verkehrsunfalls nicht mehr lange lebensfähig ist. Und dessen Herz... Willst du hier der Superfrau auf, du umständlich. Sag, das hätte man nicht nur jetzt von Mona Lisa, das hätte man jetzt vom Helga Feddersen. Wieso? Das ist genauso verdrüsch. Deine Ansichten über Anatomie sind wissenschaftlich wirklich nicht vertretbar. Da weiß ich besser Bescheid. Denn zur Belebung eines bisher ungelebten Körpers braucht man lediglich das Blut einer Jungfrau. Ach, das Blut einer Jungfrau musst du? Ja. Und dafür musst du mir mitteilen, ne? Dass ob Naturmethode hergestellt wurde, ist Herr Zauberkünstler von der Kirmes, hä? Das tangiert mich nicht. Paracelsus und Dr. Faustus kamen auch vom Jahrmarkt. Ja, ja, da war es verrückt, dass du wieder dahin küsst, ja. Mir jedenfalls kannst du zernachen, da, ja. Mir geht das opfer ich dir nicht, ja. Wäre doch nicht gleich dramatisch. Ich will sie ja nicht umbringen. Ich will doch nur ihr Blut,
Sie bekommt Nahrung, die stark blutbildend ist. Und einer jungen Frau mit der Gesundheit einer Tochter kann doch eine Bluttransfusion überhaupt nichts schaden. Nee, da verlass ich mich nicht drum. Da. Nur Emmes. Da. Bei dem da hess ich ja auch verdammt. Du kannst mir hier erzählen, was du willst. Ich traue dir nicht, Junge, ich traue dir nicht. Na gut, du traust mir nicht, ich werde es noch überleben. Aber du traust mir doch so viel an Verstand zu, dass ich die Kuh, die ich melken will, nicht schlachten werde. Oh, Victor. Damit der Kuh, ne? Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, Victor. Ja, Ärmlück, ne? Ärmlück sind Kuh. Ärmlückstöchter, das sind für mich die Babykö. Ne? Ärmlück sind Kö. Für so ein Blödtruller da wie ich. Mein Gott, das ist kein Kopf, Victor. Ne? Mein Gott, das ist eine richtige, eine bändige Mensch. Ja. Ein bisschen wie Achtung für den Mensch, Herr Victor Frankenstein, ja. Ich habe Achtung vor den Menschen und deswegen. Mensch, wie schwatzt du nicht, Jack? Ich will das nicht, ey. Deine Logik ist umwerfend. Ich will das nicht. Alle Schwiegermütter dieser Erde begründen den haarsträubenden Blödsinn mit den schlichten Worten, ich will das nicht. 80% aller Männer scheitern daran, dass ihre Schwiegermütter schreien, ich will das nicht. Ich kann mir nicht helfen, aber wenn der sich ärgert, tippe das ärgert wie Jungs. Die Spirose, Philipp, Schafroth. Auf der Kuchen zusammenbaden. Komm, Philipp, wir tanzen ein bisschen. Eine Brumme schaut dich wie auf der Kerl. Warum hast du das getan? Ich habe ja nichts getan. Und wer war's denn? Ich verrate doch keiner. Jetzt weiß ich, wer das war. Du warst es. Raus hier, los. Raus, aber alle raus. Raus jetzt. 2018, bitte kommen. Hier, 2018, Kölle, alle. Das bringe ich schon wieder in Ordnung. 2018, wer hat angerufen? Keine Meldung. Over. Störung. Over. Das muss Leiden gewesen sein. 2018, eine Verbindung mit der Eurotransplant in Leiden. Herrn Professor Duvinage für Professor Dr. Frankenstein. Dringend. Die Verbindung erfolgt. Over. Sag's, Fitzelein, wenn du da mit so hohen Herren herumtelefonierst, ne? Wenn du dich bei denen immer mit Professor und Doktor meldest, ne? Kriegst du nicht manchmal eine Rude, Kopf? Nein, das krieg ich nicht. Abgebrüllt. Ja, hier Frankenstein, Herr Kollege Duvinage. Ja, ich wollte nur anfragen, ob der Thorax bald geliefert werden kann. Hm? Ja. Wie? Der Patient befindet sich auf dem Weg der Besserung. Ich danke für die Auskunft. Ich werde mich später wieder melden. Ja, danke. Wiederhören. Fitzelein, hast du dich geärgert? Ja, ich bin in der Tat äußerst echauffiert. Was bist du? Na ja, ich bin frustriert. Wie bitte? So eine verdammte Scheiße. Oh. Also für mich ist er weder frustriert, noch echauffiert, sondern nur ein bisschen ganz ärgerlich gewöhnlich. Sag, mach demnächst die Tür hier dazu, ja? Oder alle daheim Lappen für den Port. Doch.
Gedanken reinigt, vertragen. Ich kann dir nicht leiden. Ja, ich kann mir auch nicht. Ich einfach recht nicht, ob der Kühle so flügt nicht wieder. Wieso ein bisschen trinken? Ja, gib mir auch ein bisschen von dem Sprudelwasser. Ja, Schatze, Mann, du meinst, ich auch. So ein Hut sieht man gefiert werden, ne? Wenn der Papa nicht dabei ist, habe ich keine Lust. Oh, Schatzmann, mir fällt rum. Liebe Leid, trink und nicht blase, Schatz. Schatz, Liebchen, möchtest du nicht manchmal jede bisschen schlauer sind? Schlauer? Ist das denn besser? Besser weiß ich nicht, aber man kann das alles gut gebrauchen. Muss ich da wieder in die Sonderschule? Ach nee, Liebste, du brauchst doch nicht mehr in der Sonderschule. Du musst nur für einen kurzen Moment hier die Maschine. Kannst du ja mit dem Ding umgehen? Oh, ich denke schon, ich war ja zweimal drin. Das war aber da, siehst du, das Kühlchen denen. Jetzt drücken wir auf das Knöpfchen und auf das Knöpfchen. Und wo ist das Knöpfchen für die Intelligenz? Ist die Skala für Impotenz. Und dann haben wir hier das Knöpfchen für Impotenz. Komm, Liebste, lass mich mal gucken. Fehlt dir sonst noch was? Nee, sonst fehlt dir ja nichts. Sonst hast du alles, was eine junge Frau brauchen kann. Ja, ist ja tot, ja. Auf das Knöpfchen für die Intelligenz drück ich aber besser noch. Und jetzt, ja, Kirin, die Mann, pass schon auf, dass dir nichts passiert. Habe ich dir denn bis jetzt ja nicht gefallen? Oh, Liebchen, wer seht denn so jetzt? Ich will doch nur, dass es dir besser geht. So, mein Schätzchen. Ja. Und jetzt ja. Ja. Oh, ist das warm hier drin? Mein Gott, was hast du jetzt gemacht? Ich bin mit meinen eigenen Kindern das Ding noch angedonnert, weil er mir passiert hat. Oh, ich bin blöd gekommen. Ach, wenn ich hier allein bleibe, krieg ich den Möb. Philipp, komm, tu mir nicht gefallen, trinke ihn mit. Ich bin so nervös. Ich habe das mit in die Kiste, dann wenn dem Kind hier passiert, dann weiß ich was. Was das denn? Sag mal, willst du denn nicht? Hast du gehört, dass jetzt ein Trinken geht? Ja, willst du noch ein Lern? Ja, nee, dafür haben wir gar nicht genug gelesen. Weißt du, haben wir genug gelesen? Ach, Lund, da. Steht dir da mit dir gelesen, sag. Hast du etwa eine Tür geluscht? Oder willst du einen haben? Ja, das schüttet aber selber hin. So. Ja. Dann trinken wir jetzt aber uns auch auf uns Meter, ne? Damit das Jod wieder aus dem Fliegen rauskommt, ne? Jetzt, Wunderleins, ab. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh, los da. Wenn jetzt so viele geht, sind so Babel auch da. Da willst du einfach auch in der Hand, ne? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, Roderich, da gebe ich mir hin. Also, wenn ich mich hier so verloren. Das ist ja für mich die komischste Hutzigsgesellschaft, die ich wie lebte Stars gesehen habe. Sag, sind wir dann alle zusammen Liedchen singen, ja? Ja, dann, Roderich, schmeiß den Riemen auf die Ohren. Ein Hutzig soll man feiern, denn man hiert nicht so oft. Und mir mehr gratulieren, hättet Brautpaar auch als Hof. Das weht in Jode ihr, wenn man sich den alles zänkt. Man tritt sich um die Ziehe, besser anfangs wie am Henk. Ich sag, Prost, sie sollen leben. Ich sag, Prost, best mein Gewürmer. Ein tessischer Bauer, Stück von der Sau und ein bisschen Radau. Ich sag, hoch, sie sollen leben. Ich sag, hoch, dann weiß es Jod. Ne scharfe Hut, die manchmal ja zote, geht nix kaputt. Ein bisschen Rabatz ist nicht für den Katz, da fehlt uns Not. Und nachher wieder, doch wieder Jod. Ob et ein Mieter dämmert, denn ab Hück ist et ein Pfau. Et
hat wo wirklich jetzt behämmert, doch jetzt weht uns wieder schlau. Et hätt ärmliche Verwandte, ich bin selbst ein armes Schwein. Doch jetzt hättet alt Brillante und es Lady Frankenstein. Ich sag, oh, das bin so level, ihm sollet besser jön als mir. Ein bisschen mit Freude, bisschen mit Glück und ein bisschen mit Geld. Ich steh zu jenem noch gegebe, viele Stücke von mir. Ein bisschen Zivum, ein Stück von der Ziel und ein Stück von Metz. Da kennt doch keinem jetzt ihr Schad. Lück die Nullen durch die Hand, bringen jen die anderen Mann und sie wünschen im bestimmten Jodpartie. Und Smita, wo brav, keine Muster de Twee, doch ein Leuchtewort nie. Kinder nimmt man hin, wie sie kommen, wie sie sind. Doof und blöd, das ist egal, man hätte sie jen. Düchtig und schlau, es liegt alles, was der geht, aber schade kann er nicht. Knutze vom Meter und auch Knutze von mir. Passion auf Frankenstein. Freu dich drauf, Frankenstein. Frauen müssen so sein und der Knüll ist kriegen wir klein. Knutze vom Meter und auch Knutze von mir. Passion auf Frankenstein. So sein und der Knüll, das kriegen wir klein. Ja, was sind's? Was ist? Der Frankenstein, sie Lebensschiff, wird jetzt nach neuem Plan. Der Frankenstein, sie Lebensschiff, wird jetzt woanders hin. Hey, könnt ihr hin, wo er hin will? Hey, könnt ihr Pap der Kopf? Der Frankenstein, sie Kommandiererei, die hört jetzt auf. Hey, könnt ihr hin, wo er hin will? Hey, könnt ihr hin, wo er muss? Mein Frankenstein, die Kommandiererei, da ist jetzt Schluss! Was soll das Affentheater? Benimm dich wie ein erwachsener Mensch. Ja, liebe Leib, wir sind die Gehutzigapfiere. Ich weiß nicht, ob dieser Akt lebenslanger Sklaverei ein Grund ist, um Feste zu feiern. Mama, es wäre besser, du würdest diese unglücklichen Geschöpfe aus diesem Raum entfernen. Geht's bitte! Ich habe keine Verwendung mehr für euch. Ja, Leif, Kind! Du hast ja mal alles verändert. Das war doch beabsichtigt, oder nicht? Beklage dich nicht über die Früchte deiner Taten, das wäre unlogisch. Ja, lieb, gib wenn es dir möglich ist. Oh, jade, jade, jade. Sprich Hochdeutsch mit mir oder Französisch. Dieser Dialekt ist vulgär. Außerdem möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass ich mit Vornamen Maria Theresia heiße. Und mit über 30 Jahren bin ich wohl auch kein Kind mehr. Würdest du dir das bitte merken, Mama? Ja, Maria Theresia. Ja, aber ob ich das mit dem Hudütschen so hinkriege, das kannst du nicht so aus der Menge raus versprechen. Du wirst dir Mühe geben und zwar ein bisschen plötzlich. Schließlich hast du doch Lesen und Schreiben gelernt. Ja, ja, aber das ist schon viele Jahre denn. Hey, Maria Theresia, die Mutter ist 75. Der Plural von Ja ist Jahre. Das NDRN kannst du vergessen. Und wenn du schon mit deinem Alter kokettierst, solltest du dich eigentlich auch entsprechend benehmen. Ein bisschen mehr Würde, ein bisschen mehr Weisheit könnte dir nicht schaden. Du solltest diese bedauernswerten Geschöpfe nicht zu einer albernen Hopserei animieren. Mama, du musst dich ändern. Meine liebe Maria Theresia. Nun drehst du dir aber mal nicht in das Hemd. Mama, dein Vokal
Egutant. Was ist das denn? Ist das was für anzuschrecken? Nein, das ist etwas ganz anderes, aber das verstehst du ja doch nicht. Mama, ich stelle fest, du langweilst mich. Ja, dann kannst du ja was im Garten spazieren wollen. Nicht? Wo? Ich meine im Zoologengarten, wo die Apen sind. Ja. Oder du kannst die Huhstrauße zweimal herum und raffjücken. Und gucken, was die Geschäfte für neue Bluten haben. Gottmutter. Kleider, Moden öden mich an. Sind diese Maskeraden doch nur ein Mittel, um die Unterdrückung der Frau noch weiter zu betreiben? Selbst heute, im 20. Jahrhundert, macht eine Frau sich schön für ihren Pascha, der sie unterdrückt, sexuell missbraucht. Sogar zu Weihnachten. Und ihr Leben lang als unbezahlte Arbeitskraft ausnutzt. Es ist zum Lachen. Nein, es widert mich an. Das Rot steht mir auch nicht. Das widert mich an. Liebe Leid, wenn die Vater hier so höre, könnte. Gott, ja, einen Erzeuger gibt es auch noch. Einen zahnlosen alten Trottel. Das ist der Musiker der allerletzten Kategorie. Hau, hau, Fräulein, das hätte mir nicht verdient. Es hätte schwer, Mitleid mit ihm zu heucheln, ma chère Maman. Die Männer sind alle gleich. Und meinem Mann werde ich jetzt auch einmal mitteilen, was er von mir zu erwarten hat. So. Ich werde dir zeigen, wie man mit Männern umgehen muss. Ja, was ist denn hier los? Geduld, ich werde es dir sofort erklären. Hast du deine Tochter in die Maschine gesteckt? Sehr gut beobachtet, mein Herr und Meister. Und da die Sache nun einmal so ist, werde ich dir jetzt mitteilen, welche Entscheidungen ich getroffen habe. Dieses Haus und diese Stadt werde ich verlassen. Über deine Konten werde ich nach Belieben verfügen, was du mit einer Unterschrift unter dieses Schreiben bestätigen wirst. Ich kann natürlich auch die Scheidung einreichen, aber das wird kostspieliger für dich werden, so. Donnerwetter! Nein, hier unterschreiben. Viktor, der zittern ja die Hände. Ein bisschen mehr Selbstdisziplin stände dir gut zu Gesicht. Mein Herr, meine Zeit ist kostbar. Ich habe die Ehre. Salut! Fantastisch! Ja, lieb Kind, du kannst mich da hin, da legen. Los! Meine liebe Mama! Ich teile dir ein für alle Male mit, dass ich selbst entscheiden werde, was ich tun kann und was nicht. Du hast mich über 30 Jahre lang gehabt, das ist mehr als genug. Die Nabelschnur ist ab. Meine liebe Maria Theresia, ich teile dir ein für alle Mal mit, dass du trotz aller Intelligenz bestimmte Weisheit beim Schoblöffel gefressen hast. Du drehst dich durch die Nase zu, du hast noch einen Fuß im Kopf, trennt dann wieder in den Temp, sonst kriegst du einen blecken Fuß. Gruß und Kuss, dein Mütterlein. Aber verehrter Herr Polizeipräsident, eine Frau von über 30 Jahren kann doch nicht einfach vom Erdboden verschwunden sein. Seit fast 3 Monaten habe ich keine Nachricht mehr von ihr. Aber ich bitte Sie. Ja, ja, ich weiß. Sie war in Cannes und danach war sie in London und von dort hat sie eine Maschine nach Bombay genommen und von da habe ich seit fast 3 Monaten keine... Aber nein, der Mutter hat sie auch nicht geschrieben. Nein, nein. Aber... Natürlich habe ich mich mit der deutschen Botschaft in Delhi, ja. Aber auch dort weiß man nichts. Nein, nichts. Oh, einen Moment bitte, ja? Ja, richtig. Bringen Sie auf den Müll, aber vorher schön klein hacken. So, Herr Präsident, ich bin wieder da. Nein, ich glaube nicht, dass Sie etwas zugestoßen sein könnte, aber ich bin beunruhigt. Mein Verstand sagt mir, es kann nicht sein, aber mein Gefühl... Warum ich hier nicht nachgereist bin, ach, wissen Sie, meine Frau macht so eine emanzipatorische Phase durch. Hm? Ach, Ihre Frau auch? Ach, und dann war sie bei der Schwiegermutter. Ja, 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 diese Schwiegermutter. Ach, wem sagen Sie das? Ja. Ich habe doch gesagt, sie soll klein gehackt auf den Müll. Wie?
Nein, nicht Ihre Schwiegermutter, Herr Präsident. Nein. Nein, ich will meine Frau auf keinen Fall bevormunden. Sonst verliere ich sie für immer. Aber nein, ich denke nicht an eine Scheidung. Und übrigens meine Frau auch nicht. Wie ich soll die Konten überprüfen? Aber mein Herr, das Ganze hat doch nichts mit Geld zu tun. Also ich, oh, entschuldigen Sie, Herr Präsident. Ja. Ja, und halten Sie mich doch auf dem Laufenden, ja. Ach, noch etwas, wenn ich um Diskretion bitten darf. Ja, Herr Präsident, aber ja, dank, ja, aber, ja, wiederhören. Das heißt jetzt hier hoch? Nein, leider noch nicht. Ach, rech ich Sie doch, da bin ich schon kommen. So schlau kann das ja nicht geworden sein, weißt du. Da muss ich nur ins Hustube. Die wird doch mit keinem Mann etwas anfangen. Oh, da wäre schon möglich. Und dann sind die Experimente im Emmer. Also ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber meine Arbeit interessiert mich nicht mehr, seit sie weg ist. Ach, ich hätte mich ja nach einer anderen Spenderin umsehen können, aber Gloria, ich habe Angst. Ach, du bist ja wohl, Marziano. Ich hätte Angst für mich, er hätte Angst für mich, der Angst für mich. Nein, ich habe Angst, sie könnte sich in einen anderen Mann verlieben. Ach, Lunda. Ja, deine Tochter hat mich eben tief beeindruckt. Damit Liebe hat sie doch früher nichts am Hut. Mir ist doch eine Frau wie deine Tochter noch nie begegnet. Ja, sie war nicht nur schön, als... Also so schön ist es noch nicht, ne? Das hätte ein Mole so brick, dann kann sich selbst jeder nicht ursagen. Aber was sie gesagt hat... Ja, ja, es war zwar noch nicht ausgereift, aber doch gar nicht dumm. Und dann dieses Feuer. Mein Gott, ging mir dieses Feuer unter die Haut. Hätte sie also den Feuerlöscher nehmen können. Ein Zusammenleben mit einer klugen, temperamentvollen Frau. Eine Symbiose von Körper und Geist. Das wäre doch schon was, hm? Oder, ja, und wie nennt man das? Nasigoreng. Ein erfülltes Leben. Ich habe über alles einmal nachgedacht. Vielleicht hat sie recht. Vielleicht war alles, was ich bisher gemacht habe, Firlefanz. Ja, fix, so ist es jetzt auch. Ja. Du bist nicht nur verliebt. Du bist so eifersüchtig und dir ist jetzt langweilig. Nein, das Leben ist nicht mehr interessant. Ach, hast du mir zwei deine Züge auf der Russie, oder? Oder so richtig eine Druckmache? Das ist doch noch viel langweiliger. Entschuldigung, war ja nur eine Fürschlagweste. Ich bin nämlich jetzt 30 Jahre jünger und weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ja, ja, wir stellen ja wieder Arbeit. Ja, warum soll ich das? Ja, das haben wir ja genug, ne? Sängerin. Kriegt ja Sängerin, die sich ja für die Frecke gehen noch werde. Aber sag jetzt selbst du mich an, dafür bist du ja nur immer noch zu alt. Ne? Ich weiß schon, was du willst. Du willst wieder in diese Maschine, da sehe ich dir seit Tagen an. Ach ja, Victor, du mich doch noch einmal rennen, ja. Und du mal ohne jede Jutschgefühle dabei, ja. Und so eine blöde Verführungskunst. Denn du jetzt kannst als Sängerin ja immer gebrochen, eh? Und etwas Musikalität könnte dir auch nicht schaden. Und ein bisschen rhythmisches Gefühl. Und dann tun wir noch was für die Stimme. Ja, ja, aber vergesst die 15 Jahre nicht. Oh, wie könnte ich das vergessen? Voilà, Madame. Ja. Bitte. So. Ja. Und damit sie auch eine richtige Sängerin wird, werden wir sogleich einmal den Lehrer bestellen. Die Nummer war ja, 221122. Yeah, 22. So. Ja, hallo. Ja, ist da die Metzgerei Granderat? Ja, hier ist Frankenstein. Ach, entschuldigen Sie bitte die Störung, aber... nein, Ihr Angebot für Knoblauchwürstchen interessiert mich im Moment nicht. Aber bei Ihnen im Haus im zweiten Stock wohnt doch ein Herr Zehnpfennig. Ja, richtig, der Pianist, ja. Könnten Sie mir ihn wohl für einen Moment an den Apparat holen? Aber ja, natürlich, ich warte gerne, ja. Ja, danke schön. So. Nee. Roderich, bitte einen neuen Kaffee. Ja, was ist denn mit dem los? Roderich! Wo bleibt der denn? Hallo, ja, Herr Zehnpfennig? Ja, hier ist Frankenstein. Sie kennen mich doch noch, ja? Ja, ich habe da so gerade raus eine Frage. Frau Gleuel ist doch nun schon seit längerer Zeit bei mir. Und sie möchte so gerne Sängerin werden. Könnten Sie ihr dabei nicht behilflich sein? Wie? Sie haben schon auf meinen Anruf gewartet? Ja, dann nichts mehr mit Ihnen auf dem schnellsten Weg. Ja, die Knoblauchwürstchen können Sie auch mitbringen, ja, ja. Wie? Na, aber nein, sie wird sich sehr freuen, ja. Aber ja, sie hat oft von Ihnen gesprochen. Ja, wie? Ach, was sagen Sie da? Ach, Ihre Tochter hat Ihnen geschrieben.
Ja, woher? Was, aus Indien? Ach, und da ist sie nicht mehr. Ja, wo ist sie denn? Ach, die letzte Karte kam aus Rom. Aha. Ja, ja, gut, Herr Zimtpfennig. Ja, bis gleich. Ich freue mich. Ja, wiederhören. So. Ach, wo dieser Roderich heute bleibt. Roderich? Roderich! Ja, 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 ja. Ich weiß, dass du dich freust. Aber wo ist denn meine Mutter? Ach, sie ist schon wieder in diesem Kasten. Sie übertreibt ja mal wieder maßlos. Roderich! Meta! Ich heiße jetzt Sayanda Mentasi. Was bedeuten mir Namen? Du bist wieder da und ich freue mich sehr. Victor! Ich habe mich ein bisschen in der Welt umgesehen und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass Wissen mir auch nicht alles bedeutet. Denn im Grunde genommen ändert sich nicht viel. Nein, 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 nein. Bei mir hat sich aber sehr viel geändert. Schau mich an. Ich bin ein anderer Mensch geworden und ich möchte so gerne, dass du hier bleibst. Nein, ich werde wieder gehen, denn für deine Arbeit bin ich nicht mehr zu gebrauchen. Oh mein Gott, Meta, wer will dich denn gebrauchen? Victor, ich habe mit einigen Männern gelebt. Das interessiert mich nicht. Ich stelle keine Ansprüche auf Exklusivität. Aber wenn du mich verlassen willst, warum bist du überhaupt gekommen? Weil diese Männer mir nichts bedeutet haben. Sie waren mir zu jung. Und gemessen an dir fehlte ihnen einfach, Gott, wie nennt man das? Verstand, Qualität, Niveau. Oh, das Geistige fehlt. Du warst bei einem Guru in Indien. Du weißt es. Und welche Erleuchtung hat er dir beschert? Einige. Aber ich bin auch zu der Erleuchtung gekommen, dass er ein Scharlatan ist. Scharlatane können manchmal sehr kluge Leute sein. Oh, klug ist er bestimmt. Aber vieles weiß er auch nicht. Bevor ich dich kannte, wusste ich auch so vieles nicht. Ich weiß jedenfalls so viel, dass ich die Verpflichtung habe, dir bei deiner Arbeit zu helfen. Dieser Förderfanz geht mich nichts mehr an. Dein Talent, deine Erfahrung sind eine Verpflichtung. So? Und wem gegenüber? Ach, sagen wir es allgemein, der Wissenschaft. Dem Menschen gegenüber. Im Moment interessiert mich nur ein einziger Mensch. Oh, darf man denn so egoistisch sein? Nein, 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 nein. Mein Gott, Meta, einmal in meinem Leben. Für dich gehe ich sogar noch mal in die Maschine. Victor, tu das nicht. Ich liebe dich so, wie du bist. Bitte sag das noch einmal. Bei Wiederholungen verschleißen diese Worte so schnell. Aber ich höre sie immer wieder gern. Ich liebe dich, mein Engel. Wir werden fortfliegen. Auf den Flügeln der Gedanken, der klugen Träume, der Gefühle. Das Leben ist schön. Ja. Das Leben ist das große Abenteuer. Ja. Wir werden zusammen leben und lachen. Ja. Wo ist der denn? Am Morgen, wenn ich wach werde, werde ich deine kühle Haut fühlen. Ach, da ist er ja. Wir werden den Tag miteinander verbringen. Ja. Wir werden das Glück in den Augen des anderen sehen. Ach, das ist schön. Die Liebe ist schön. Ah, ich krieg keine Luft mehr. Der teure Sari ist auch im Eimer. Die Liebe ist schön. Sie ist wie die Sonne über dem Horizont. Der erste Schnee. Sie ist das Öl, das deine Wunden kühlt. Es kitzelt am Bauch. Sie ist wie kühles Lein nach einem heißen Tag. Ja, und wir werden fliegen. Ich fliege. Ich fliege. Gib den Sari her! Wir werden einen neuen Menschen erschaffen. Aber einer mit allen Fehlern. Ja! Und vor allen Dingen auf ganz natürliche Art und Weise. Ja! Mein Gott, die Tür geht von ganz allein um! Hochte steht tatsächlich im Klavier. Ist das hier ein Vorteil? Hier spricht die Sekretärin von Professor Dr. Frankenstein. Guten Morgen. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Professor wird sogleich hier erscheinen. Er ist bereits benachrichtigt. Ich hoffe, dass Sie sich in unserem Hause wohlfühlen. In Kürze werden wir Ihnen eine kleine Erfrischung reichen. Das Fräulein. Wird Sie spießen? Und ich jetzt Ihnen setze. Ach ja. Mein Gott, so einen Hippie hast du schon mal nie gesehen. Entschuldigen Sie mal, wo ist der Frau Gleuel? Der, jetzt hättet ihr den Spruch verschlafen.
Das gilt doch wohl, wenn man so lange in der Diskothek rumhängt. Wo ist das Gloria? Wie nennt die gesondert sind? Das ist ein größer Stellenstein. Komm, Jan Kay. Hau auf, Mattes! Ach komm, ich nenn die Wösch mit, ja? Messi für das Gloria heißt nicht. Das ist ne Kletsch Wasser dabei, Mikkelscharren. Wenn das Gloria nämlich jetzt im Müffel hat, dann ist das direkt gut gelaunt, ne? Ja, und ich setze mich hier an das Klavier. Das ist doch immer noch das Allerbeste, wenn ich mal so ein herrliches Instrument schon zur Verfügung hab, dann will ich das auch ausnutzen. Das ist nämlich so, wann das Gloria Musik hört, ne? Ach du lieber, ja, dir fallen auch die ganzen Noten noch runter, ne? So, wenn das Gloria nämlich Musik hört, da gilt das von Jans allein. An mein Kindheit denk, viel wird mir da nicht geschenkt. Am Namen Sternenball, das war doch schon all, Christus mit Fleisch und Ösche brinnte, um Hirten kann mit Muckefug, ein Zimmer im Proletenlook, das Fenster ging am Hof. Da saß als Kind ich auf und lurten in der Luft und am blauen Himmel und manchmal, da meinte nicht glatt, ich könnt fliehen, wie fühlt sich mit dem Wind und manchmal, da täten die Wolke mich wehen und ich war glücklich Kind. Zu im Leben gehört, reiste doch im Führus nicht. Du arbeitest wie ein Pet, ist das Leben wert, du spielst mit dir Roulette und ein Schicksal drehst du jetzt und nur manchmal. Da wünschst du künstlich erhebe, wie fühlst du mit dem Wind und manchmal. Was hast du dich verändert? Ach, du wäre ja, Lisa. Ja. Schau dich hier oben, die Kisserin. Schön. Die Musik bleibt mich immer noch hier. Genau wie früher sagt. Hast du nicht noch ein altes Lied aus den 50er Jahren da? Ah, jetzt seh ich schon, was willst du dann hören? Jetzt mit Simum. Mit Simum.
Ach, da weiß ich, was du willst. Ja, ja, weiß das Lied von der Hymn. Ja, der Rock'n'Roll, ne, der Elvis Presley früher immer gesungen. Ja, ja, wie hieß der noch? Hound Dog. Ja, 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 das ist, pass auf. Du gehst in der Führer, ne, und der Haustreckerin. Also jetzt. Wenn man mich heute auslacht, ich sehe Rock'n'Roll, weil der Rhythmus mich so anmacht und der Stunde machen soll. Denn das Rocken und das Rollen hat schon viele froh gemacht. Man sagt auf alte Plunde, auf die zwei und auf die vier. Elvis hat noch immer Zunde, ist er auch lange nicht mehr hier. Er schlägt oben die Gitarre auf die zwei und auf die vier. Ja, los, rück doch hoch, los, und das Ganze satt und nach. Los und lauf und mach den Fessios. Weißt du, der Text, ne, der hätt's ja euch für uns anhören können. Ach, weißt du, ich muss ich hören, weißt du, da läuft mir eiskalt der Rücken drauf. Ja. Ach, und dann ist die Sinn, da läuft mir eiskalt der Rücken drauf. Ja, ihr fall ich doch so in den Drehetagekneid. Ach, du hättest mir immer gefallen, mit 50, mit 75, da war ich ja. Ach, Sal, ich konnte die Arme hier liegen, ja. Sal, hat ihr dort so gemacht. Welche Mädchen, ich bin zu alt für dich. Du Jack. Ja, und jetzt bin ich zu alt für dich, ne? Moment, Charlie, zu alt für mich. Ja, ja, dann lass mich just sehen, ne? Ja, möchtest du dann hier ein bisschen jünger werden? Wer will das nicht, ne? Ja, denkst du dann zieh auch tun, wenn ich dir sage? Hast du immer getan? Moment, Charlie, dann machen wir die Käse an für dich, machen wir den Vorhang noch und so. Und dann drück ich auf das Knöpfchen und auf das Knöpfchen. Gloria, was machst du da? Komm, Charlie, jetzt hier hin. Wie da hin, ne? Komm ich dann da wieder raus? Ja, ja, die Tür geht von ganz allein auf. Ja. Genau wie bei der Waschmaschine. Dann weiß ich Bescheid, ne? Vorwaschgang, Hauptwaschgang. Ja, und wenn wir spülen, komm, bist du fertig. Ach, wir haben drin, ach, ich fühle mich jung, ach, ich fühle mich leicht, 2 Zentner und einen Schneeflöpfer. Ach, und ich habe in dieser Kiste, habe ich einen Hut gefunden, ach. An dem Karrenrad konnte ich ja nicht vorüber gehen, so einen Hut hat der durchstreckte Haar. Wir sind hier aus, mein Fair Lady von Knollendorf.
als Lady hast du immer auch schön, ne? Also wenn du da mal einen besseren Herrn kniepen willst, stehst du im Düsteren. Ne? Nee, nee. Ich kann der Hode so nicht haben. Ich tue der Hode einfach. Da fliehen Holländer vom Fühliger See. Steuermann halt die Wacht, Steuermann her zu mir. Hey, die Hode, die Hage, hey. Das ist immer der Moment, wo sich Richard Wagner im Grabe herumdreht. Nein, nein, du kannst ja auch nicht fragen. Ich tue nur so. Die Fledermaus. Ja, aber die von Winnie Ostermann. Nein, du kannst ja auch nicht an. Ich tue vielleicht so und so. Fuzzi! 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 Der Banditen schreit! Ja, und etwas in den Ohrnäppchen. Speedy Gonzales im Altersheim. Geht zusammen mit dem Mond, ne, Ella? Schau auf der Weber. Ich kann den Hut so nicht machen. An dem Hut dahinter sind die Krempe zu groß, sind die Ränder. Die sind einfach zu groß. Jetzt habe ich hier so ein Büroklammer, ne? Und dann tun ich die ins Fahrzeug. Und dann tun wir so. Napoleon? Na, der Schlag bei uns gehört. Und wenn wir so an. G.A. Und spielen in Operade da. Ja, fehlt nur noch Sauhelle. Nein. Ich wäre sowieso eine Dame. Ich habe jetzt Afrolog, nicht? Ich habe Brillanten im Ohr, nicht? Ich habe ein Franselenkleid und ich bin eine Dame. Eine Dame. Eine Dame. Leck mir eine Tasche. Ich bin eine Dame. Ja, aber zu dick bin ich immer noch. Mama, hübsch, da bist du ja wieder. Was ist du so fliegen? Ich wollte einfach wieder bei euch kommen. Oh, Schatz, das ist doch dasselbe. Und dann wollte ich Victor bei der Arbeit helfen, weil das, was er tut, so wichtig ist. Ja. So wichtig ist das gar nicht. Ich werde meine Experimente einstellen, meine Laboratorien schließen, aber zunächst werde ich einmal diese Maschine vernichten. So wissen wir jetzt, da ist dem Kind die Vater drin. Wie, der Papa ist auch hier. Ja, wo soll er das hin? Richtig, wo Klavier gespielt wird, ist auch der Papa. Ja. Und hier ist er selbst. Ich habe nur noch immer im Griff. Oh. Nee,
was haben wir drei uns verändert? Ach, sag ich so, da muss ich davon sprechen. Kündigmaschine, nicht ins Grad ein paar 40 Pfund leichter machen. Nein, das kann sie leider nicht. Ach, dann lässt mich auf der Hobelbank, ja. Und schlägt mir hier ein Stück schaffen, da ein Stück schaffen. Und dann haben sie doppelt. Nix, nix, geh, ich ramm hier, bin ich mir ab. Darf ich jetzt endlich diese Maschine zerstören? Bist du da jetzt? Du, wir machen Jugend- und Schönheitsfarm auf. Da, ich dachte, du willst Sängerin werden. So, und was wollt ihr denn zick machen? Wir wissen, was wir machen in den nächsten Jahren. Und danach will ich gar nichts mehr wissen. Vor allen Dingen nichts mehr von dieser Maschine. Victor, auch diese Maschine wird einmal alt. Ja, ja, aber besser, dass du wie gehst. Aber sie noch fünf Franken stellen sich Jugend- und Schönheitsfarm. Lut keine Dünnes dich mi an, mit keiner an dir will noch jet Nettes dran. Und häste kein Chance mi und sagen den Pens für dich die Alkre dat Macke. Und vielleicht häste zig Jahre alte Plän und häste vergesse wie ma Liebe mäht und spürst de Geliffe mi. Und zitternde Hänge noch de Zängs in dem Hämmer. Dann komm bei uns, bei uns, bei uns, da wehst du neuer. Ja, bei uns, da kriegst du Feuer. Im Frankenstein sing Schönheitsfarm. Ihr Beste. Falten vom Bauch und vom Gesicht, auch Rheuma und Gallensteine spürst du nicht. Die Haare sind nicht mehr grau und fort sind die Schmerzen aus dem Bein und vom Herzen. Und du spürst, fort ist der Knubbel aus dem Stross, wat jahrelang klein wo wen auch bitte groß gekriegt, auch wenn der Mann den Kalb und mit Wasser aus den Füßen verschwunden. Denn hier bei uns, bei uns, bei uns, doch wisst ihr neuer, ja, der Spaß ist ungeheuerlich. Im Frankenstein sing Schönheitsfarm. Du, du, da, du. Schnapp dir den Faun umher. Es richtig zu lachen ist doch ja nicht schwer. Wir freuen uns, wenn du lachst, denn mir mache Sache für da drüber zu lachen. Wir haben dich jetzt. Drüben kommen's vorbei.